So, in diesem Sinne machen wir eine kurze Pause. Bis gleich. Ich bin jetzt in der SAP Arena in Monnem, in meiner Heimatstadt. Und Martin Rütter ist gerade in der Pause. Und den verarsche ich jetzt mal. Pass mal auf, guckt euch das an. Aber lasst mich nicht fallen. Ey, fass mir nicht an den Schwanz. Ach du Scheiße. Ja, wir sind beim Nachsitzen, da darf man Fragen stellen. Ist ja klar, ihr konntet hier so Zettel ausfüllen und Fragen stellen. Die gehen wir jetzt mal eben kurz durch. Kann man jeden Hund bedenkenlos ausbilden? Ja. Unser kleiner Hund kann nicht mehr alleine bleiben und zerstört Türen und Fenster, als wäre er ein großer Hund. Was ist mit euch? Habt ihr einen genommen hier vorne? Die sind so bescheuert. Aus! Da ist garantiert unser Tourkoch wieder darunter. Also der Kameramann kann es nicht sein, der sitzt noch da. Wer ist es von der Truppe? Komm, jetzt krieg ich deinen Kopf ab. Ja. Servus, Monnem! Ist unter den anderen noch Kaya Jana? Nee. Nee, aber es sind die aus Marzahn, aber die kamen da nicht rein, deswegen das Rippchen. Aber ich muss jetzt erklären, es steht jetzt 1:1. Ja. Bülent hat mich heute begleitet mit der Frage, bin ich für einen Hund geeignet? Ich denke darüber nach, ich will mir einen Hund anschaffen, der Hund ist der beste Freund des Menschen. Ja. Und Bülent wollte eigentlich, dass ich ihm ernstzunehmende Ratschläge gebe, ja, wie man Hunde trainiert. Und ich habe die ganze Zeit nur Quatsch gebaut und habe gesagt, am meisten lieben es die Hunde, wenn du im Zickzack von denen wegrennst. Hey, und das sah aus wie so ein Depp, weißt du? Und dann habe ich gesagt, irgendwie kommt mir das komisch vor. Der verarscht mich hier. Und dann habe ich gesagt, das kriegt der zurück. Das kriegt er zurück. Aber ich freue mich, dass du da warst. Martin, danke für alles. Vielen Dank für den Schäler.